Mögen die Spiele beginnen, wird es vom 9. bis 12. September in Kapfenberg heißen. Da geht der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb über die Bühne. Ausrichter ist die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt. 6 weitere Wehren aus dem nahen Umfeld werden sie dabei unterstützen. Der Bewerb ist ein simulierter Löschangriff. Es sind 257 Mannschaften, das heißt Gruppen. Eine Gruppe besteht aus 10 Mann. Und rund 50 Gruppen werden aus dem umliegenden Ausland auch dabei sein. 6000 Personen werden erwartet, auch in touristischer Hinsicht besonders wertvoll. Dementsprechend viel Vorbereitungsarbeit ist zu erledigen. Schon seit 2013 ist man damit beschäftigt. Ich durfte bei der Abschlussbesprechung dabei sein, im Rüsthaus der Stadtfeuerwehr. Es war enorm, wenn man sieht, was da für ihre Vorarbeiten zu leisten waren, in 13 Arbeitskreisen, intensiv bis ins kleinste Detail alles vorgeplant. Also ich bin überzeugt, wir sind bereit. Ist das jetzt die größte Veranstaltung, die in Kapfenberg heuer passiert? Ja, das ist wahrscheinlich auch in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die größte Veranstaltung, denn mit 6000 Gästen, die wir erwarten, insgesamt sind ja allein schon 340 Gruppen mit 10 Personen, sind 3400, die sich am Leistungsbewerb beteiligen, dann die Bewerter dazu, die vielen Fangruppen kommen ja aus allen 9 Bundesländern, die Leistungsgruppen und letztlich auch natürlich die ausländischen Gäste, die dabei sind, sprich nicht als Gäste, sondern die ebenfalls mitmischen in diesem Bewerb, der gibt dann eine tolle Atmosphäre im Stadion in Kapfenberg.